Es ist immer total bewegend zu sehen, wenn Väter ihre Söhne in einem Wettbewerb anfeuern. Und der erste Brief an Timotheus ist genau das. Ein geistlicher Vater, Paulus, ermutigt seinen Sohn Timotheus, alles zu geben, wenn es um das Reich Gottes geht. Auch wenn die Zeiten schwierig sind. Timotheus hatte sich bekehrt, als er noch ein kleines Kind war. Seine Mutter war eine jüdische Gläubige, sein Vater jedoch war Grieche. Während seiner zweiten Missionsreise traf Paulus Timotheus in Lystra. Und obwohl sie charakterlich ziemlich unterschiedlich waren, wurde Timotheus Paulus wichtigster Reisebegleiter. Manchmal jedoch mussten sie an verschiedenen Fronten arbeiten, sodass sie dann über Briefe kommunizierten. Der erste Timotheusbrief wurde an Timotheus geschrieben, während er in Ephesus war. Ephesus? Epheser? Ja, genau. Das ist die gleiche Stadt, an die der Epheserbrief gerichtet war. Deshalb haben sie auch Gemeinsamkeiten, nämlich, dass beide Briefe über das Haus Gottes sprechen. Epheser zeigt uns den Ratschluss Gottes, also den Überblick, und Timotheus zeigt uns, wie wir dies tatsächlich örtlich ausleben können. Und wenn wir dann Korinther noch mit in den Mix reinpacken wollen, könnte man sagen, dass während der erste Korintherbrief die innerliche Ordnung zeigt, oder vielleicht sollten wir besser Unordnung sagen, 1. Timotheus die äußere Ordnung zeigt, wie man sich im Haus Gottes verhält. Wir können den Brief also in zwei Teile zerlegen, Lehre und Praxis. Kapitel 1 bis 3, die Lehre vom Haus Gottes, und Kapitel 4 bis 6, wie Timotheus sich darin verhalten sollte. Im ersten Kapitel erinnert Paulus Timotheus an die Gesamtmission. Er ließ ihn in Ephesus zurück, weil er Angst hatte, dass die Judaisierer kommen und diesen Neubekehrten falsche Lehren predigen würden. Und er erinnert ihn nochmal daran, was der Zweck des Gesetzes war: Ungläubige von Sünde zu überführen und sie dann zum Erlöser rüberzuführen. Er fordert Timotheus auf, dies im Hinterkopf zu behalten, indem er sich selbst dann noch als Beispiel nimmt. Okay, also eine Gemeinde braucht eine gute Lehre. Aber Wissen ohne Gebet ist wie Salat ohne Soße. Trocken und geschmacklos. In Kapitel 2 geht es also darum, wie das Gebet in der Gemeinde praktiziert werden soll. Und darüber hinaus adressiert er dann die richtige Position von Männern und Frauen in der Gemeinde. In Kapitel 3 spricht er über zwei sehr wichtige Ämter in der örtlichen Gemeinde: Aufseher und Diener. In jedem System, das Gott gegründet hat, gibt es Führung. In der Schöpfung, in der Familie, bei Menschen und auch die Gemeinde. Der Herr Jesus ist das Haupt der Gemeinde, der große Hirte, und deshalb hat er in die örtlichen Gemeinden Aufseher eingesetzt, um auf die Herde zu achten. Über diese Position wird nicht unbedingt abgestimmt, denn Autorität in der Bibel kommt nie von unten, sondern immer von oben, vom Kopf. Und das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Führung gibt. Der Heilige Geist, der leitet Gläubige und wirkt in den Herzen einiger heiliger Männer, um nach so einer Arbeit zu streben. Nun, das Problem ist nur, dass unheilige Männer könnten ja auch nach vorne treten und sagen, ja, ich möchte Ältester sein. Und aus diesem Grund enthält 1. Timotheus 3 eine Checkliste, die ohne den Heiligen Geist unmöglich zu leben wäre. Wenn also jemand anfängt, die Arbeit eines Ältesten zu tun und die in dieser Liste beschriebenen Eigenschaften zeigt, sind die anderen aufgerufen, solche Männer anzuerkennen. Sie haben eine große Verantwortung, weil sie einmal für die Seelen ihrer Gemeinde vor dem Herrn, dem Haupt der Gemeinde, selbst Rechenschaft ablegen müssen. Zusammenfassend können wir sagen, Lehre, Gebet und Führung. Das sind die drei Grundpfeiler einer örtlichen Gemeinde. Und wie sich Timotheus persönlich verhalten soll, werden wir im nächsten Video sehen. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst, kannst du dir jetzt unten in der Beschreibung das Workbook zu diesem Video herunterladen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Community, die dieses Video finanziert hat, sodass jetzt viele junge Christen schnell und unkompliziert Bibelstudium beginnen können. Du kannst außerdem helfen, indem du uns unten einen netten Kommentar hinterlässt, und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video.